Anfang 1984 erweiterte Cosmos seine Experimentierkästen um einen Computer, die Computerpraxis CP1. Der CP1 war ausgelegt als Erweiterung für die bestehenden Elektronikkästen oder umgekehrt, die Elektronikkästen konnten als Erweiterung zum CP1 fungieren. Das war der große Vorteil des Cosmos-Systems, dass alle Kästen untereinander kombinierbar waren. In der Videobeschreibung sind die Links zu weiteren Grafiken sowie allen Dokumenten als PDF-Datei. Das rechte Bild zeigt den CP1 im Betrieb. Die etwas dunklere 4 auf der rechten Seite und das dunkle A auf der linken Seite sind der Tatsache geschuldet, dass das 7-Segment-Display gemultiplext wird. Das macht das Fotografieren und die Videoaufnahme etwas schwierig. Das Handbuch des CP1 hatte dieselbe Qualität wie alle Handbücher der Cosmos-Experimentierkästen. Der Aufbau war durchdacht und sehr gut erklärt. Die handschriftlichen Bemerkungen, wie hier zum Beispiel links oben, waren von meinem Vorbesitzer oder einer der Vorbesitzer. Der CP1 hatte die Möglichkeit, mit Erweiterungskarten ergänzt zu werden. Es gab insgesamt 4 Stück, also 4 offiziell von Cosmos. Ob es noch Karten von Drittherstellern gab, weiß ich nicht. Von Cosmos selbst gab es den CP2. Das war das Kassetteninterface, das es erlaubt hat, Programme auf regulären Tonbändern zu speichern und wieder zu laden. Das war ein ähnliches Konzept wie die Datasette am C64. Es gab die Speichererweiterung CP3. Die Grundeinheit war in der Lage, Programme zu verarbeiten mit maximal 128 Befehlen. Diese Speichererweiterung hat dieses Limit erhöht auf 256 Befehle, ein heute lächerlicher Wert. Zusätzlich wurden noch 18 IO-Leitungen hinzugefügt, die auch frei programmierbar waren. Es gab das Relais-Interface CP4, was es ermöglichte, 8 Relais anzuschließen, also pro Interface. Jedes Relais konnte maximal Spannungen von 24 Volt verarbeiten. Der Vorteil war, die Relais hatten eine galvanische Trennung und somit war es möglich, Spannungen zu schalten, 100% unabhängig von den Spannungsversorgungen des Rechners. Es konnten mehrere Relais-Interfaces eingesetzt werden. Zusätzlich gab es zum Schluss noch die CP5, das war eine universelle IO-Schnittstelle mit 8 Leuchtdioden und 8 Schaltern. Die besagten Schalter konnten auch frei beschaltet werden von außen. Somit waren diese Schalter zum einen Schalter, mit denen man experimentieren konnte, als auch normale Ein-Ausgabeleitungen, die ich von draußen besteuern konnte. Somit war es möglich, mit diesem EU-Interface praktisch jede Elektronik zu steuern. Es gab die Möglichkeit, diese Interfaces gleichzeitig zu benutzen, mit einer Einschränkung, dass das Kassetteninterface musste immer als letztes in der Kette sein. Der CP1 war sehr minimalistisch ausgelegt. Als Spannungsversorgung konnte eine Spannungsquelle Wechselspannung mit maximal 14 Volt eingesetzt werden. Er verfügte intern, ja, der Tütata. Er verfügte intern über einen Gleichrichter und einen Festspannungsregler, einen 7805, der die interne Betriebsspannung auf 5 Volt stabilisierte. Als Controller kam ein Intel 8049 zum Einsatz sowie ein 8155 als Porterweiterung. Der Controller arbeitete intern mit 6 MHz Taktfrequenz.
Es gab zusätzlich eine 6-7-Segmentanzeigen für die Anzeige des Programms sowie eine Folientastatur. Diese wurden über eine einfache Transistormatrix gemultiplext. Das hier gezeigte Bild ist der Komplettschaltplan. Mehr gibt es nicht. Die Erweiterungen, die nach oben wegführen, sind die Ports, die zu den Erweiterungen selbst führen. Das interne Netzteil liefert maximal 300 mA. Cosmos empfiehlt, Karten, die höheren Strombedarf haben, wie zum Beispiel die Relaiskarten, mit eigenen Netzteilen zu versorgen. Es gibt eine separate Masseleitung, die durchgeschliffen wird, um sicherzustellen, dass alle Erweiterungskarten dann dasselbe Massepotenzial haben. So, die Original-Styropor-Box war schon ziemlich lediert. Man kann noch lesen, Cosmos Computer bzw. Cosmos Computer Praxis und Faszination Computer Hobby. Die Box wurde schon ausgeflattert. Man sieht Abdrücke vom reingestopften Netzkabel. Ganz original ist es, ist der Inhalt auch nicht mehr. Ich gebe zu Protokoll, dass alle Veränderungen nicht von mir gemacht wurden. Zum einen der Rechner selbst. Das ist die Haupteinheit, hier CP1. Und angeschlossen ist bereits die Erweiterung CP5, das universelle Interface. Das Konzept ist, dass alle Erweiterungen können in eine Reihe geschliffen werden über diese Kontaktstreifen. Zum Rechner komme ich gleich. Mitgeliefert waren auch einige Kontaktkabel, passend für die Schraubklemmen. Ein Beutel mit Schraubklemmen und viel zu langen Schrauben. Diese Schrauben hier sind noch länger. Ich weiß nicht, wo die reinpassen sollten oder für was sie gedacht waren. Und dann kommen wir zum Gag, den Netzteil. Das Netzteil ist eingebaut in eine Agfacolor-Filmdose anscheinend. Wie gesagt, diese Modifikation ist nicht von mir. Drin ist ein Zettel auf Computerpapier. Sieht aus wie aus einem Nadeldrucker, Matrix-Nadeldrucker. Und es steht drauf: Leerlaufspannung circa 10 Volt, circa 0,6 Ampere. Der Transformator scheint irgendwie ein Klingeltrafo zu sein. Er ist in diese Box reingestopft. Mit sehr kurzem Kabel. Das ist der Anschlusskabel zum Rechner. Das ist die Zugentlastung fürs Netzkabel. Das ist die Bohrung fürs Netzkabel und das ist die Bohrung für den Rechner. Sieht etwas basic aus.
Der Rechner selbst ist auch anscheinend leicht modifiziert, zumindest das Gehäuse. Es wurden Aufkleber angebracht. Die sind bereits sehr stark vergilbt. Es ist noch teilweise lesbar. Zum Beispiel hier ist, Moment, noch die. Hier ist Port 1 bidirektional und hier ist Port 2 nur Ausgang. Das sind die Anschlüsse vom Universal-Interface. Ich habe 8 Schalter als Eingang und 8 Leuchtdioden noch zusätzlich als Ausgang. Ein Hinweis auf dem Gerät selbst, der ist wahrscheinlich vom Cosmos. Wichtig, nur hier die Stromversorgung, gleich mit der Wechselspannung. Auf der Rückseite das Universal Interface ist nackt. Und der Rechner selbst hat einen Pappboden. Der sieht allerdings selbst geschnitten aus. Auch die Schrauben sind etwas untypisch. Insofern tun wir es mal riskieren und schrauben das mal auf. Also egal, was da jetzt drunter ist, ist nicht von mir. Also, der Pappdeckel ist definitiv selbst gemacht. Zu lesen ist 8: Die 4 Federmuttern, die die Leiterplatte an das Gehäuse pressen, dürfen keinesfalls gelockert werden, da sonst die Tastatur nicht mehr funktioniert. Eine Reparatur ist nur beim Hersteller möglich. Wie schon anfangs erzählt, die Haupt-CPU ist ein 8049. Und die Tastatur hat den Anschlag eines ZX81. Es ist eine Folientastatur mit überhaupt keinem spürbaren Druckpunkt. Ich weiß leider nicht, was der CP1 original gekostet hat. Der 8049 ist als Cosmos IC gelabelt. Der Port, der ist von NEC produziert. Der Peripheriebaustein und der 8049 ist für Cosmos gelabelt. Ich will jetzt nicht lügen, aber es sieht so aus, als ob der von Toshiba produziert wurde.
Er ist mit 6 Megahertz getaktet. Schaltplan habe ich ja schon erklärt. Und wie gesagt, der 8049 verfügt über 256 Byte und kann damit 128 Befehle aufnehmen. Die Speichererweiterung hat ebenfalls 256 Byte und erweitert den Programmplatz insgesamt auf 256 Befehle. Gut, kommen wir mal zur Papierdokumentation. Es gibt unter anderem sehr viel Werbung. Alle Dokumente, die ich jetzt hier zeige, sind auch auf der Webseite verfügbar als PDF-Download. Zum Beispiel eine Werbung mit einer Kooperation mit Fischer Technik. Es sind die obligatorischen Dankesbriefe von einem anonymen Benutzer, der das alles ganz toll findet. Auch auf der Webseite zum Download. Dies war in der Decke. Was die Jüngeren wahrscheinlich nicht mehr kennen, ein Überweisungsschein für die Post. Ist ebenfalls als Download vorhanden. Damit konnte man die Ersatzteile bezahlen und per Zahlkarte in der Post bezahlen. Dann gab es einen ganzen Stapel von Lehrblättern, wo ich meine eigenen Programme dokumentieren konnte. Auch das als PDF. Was auch selten zu sehen ist, der Bestellschein für Cosmos Ersatzteile. Auch als Download. Ist alles schon stark vergilbt. Dann die obligatorischen aktuellen, damals aktuellen Prospekte. Der ist von 84,85. Auch der ist als komplett Download auf der Webseite. Wie gesagt, 10 Lehrblätter zum Dokumentieren der eigenen Programme. Die Kurzanleitung für die Betriebsspannung und wie die Erweiterungsmodule angeschlossen werden. Und dann natürlich der Schnellstart für den CP1 selbst. Und auch wieder mit irgendwelchen pseudo-gefakten Propaganda-Belobigungen. Und irgendein Professor Doktor, der ganz intensiv damit arbeitet.
So, hier ist die Anleitung für das Universalinterface. Zu dem kommen wir gleich. Das ist als PDF auf der Webseite. Die Programmkarte mit den OP-Codes für den Rechner selbst. Es muss jetzt keiner auf Pause drücken, es ist auch als Download vorhanden. Inklusive der Fehlermeldungen. Und dann kommen wir zum Handbuch. Das Handbuch ist wie beim E200 eine Ringlochung und relativ gut dokumentiert im typischen Cosmos-Stil. Der CP1 kann mit allen Cosmos-Erweiterungskästen kombiniert werden. Das erlaubt es, ihn auch als Erweiterung für den Cosmos E200 einzusetzen oder umgekehrt. Die Programme sind eigentlich sehr gut erklärt. Die Notierung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber da kommen wir gleich zu, wenn ich probiere, vor laufender Kamera eines der Programme einzugeben. Das erinnert mich ein bisschen an die Anfangszeit der Homecomputer, wo die Software in Computermagazinen abgedruckt war und die mussten vom User eingetippt werden. Teilweise als Plain Binärcode, teilweise als Basic Loader oder ganz fies als nacktes Basic Programm. Auch das Handbuch ist teilweise auf der Webseite. Wobei ich hier aus den bekannten urheberrechtlichen Gründen leider nicht das komplette Handbuch veröffentlichen kann. So, da geht es gleich weiter mit der Hardware. So, jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Der Rechner wird eingeschaltet. Ich habe nochmal das Originalnetzteil angeschlossen. Was heißt Originalnetzteil? Das mitgelieferte Filmdosennetzteil aus zweifelhafter Quelle. So, schauen wir mal, was passiert. Also in der realen Welt brummt das Netzteil sehr stark. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera hört. Was auch brummt, ist die gemultiplexte Anzeige. Anscheinend haben die Entwicklungsingenieure damals vor über 40 Jahren nicht bedacht, dass es mal eine Kamera geben wird, die 60 Vollbilder die Sekunde aufnimmt. Aber egal, probieren wir unser Glück. Der Computer hat eine Clear-Taste. Diese löscht die Anzeige. Und es gibt ein eingebautes Testprogramm. Nämlich durch Drücken der neuen Taste und One. Der Rechner zählt jetzt von 9 rückwärts und ist ein eingebautes Testprogramm, das zeigen soll, dass der Rechner funktioniert. Anscheinend tut er das. Das Prinzip ist relativ einfach. Ich kann mit CAL ein Programm von der Kassette laden, mit CAS von der Kassette auf die Kassette speichern. Es gibt ein separates Modul zum Speichern auf einer Audiokassette.
Es gibt die Möglichkeit, das Programm laufen zu lassen, zu stoppen, Single Step zu machen, also im Einzelschrittmodus. Ich kann mir anzeigen lassen, welcher der aktuelle Wert des Akkumulators ist, welcher Wert der aktuelle Programmcounter ist und ich kann Speicherzellen ausgeben und eingeben. So, Programmname, der unendliche Zähler. Ich starte die Programmeingabe ab der Speicherzelle 1, gebe also zuerst die 1 als Startadresse und sage jetzt, das ist meine Ausgabeadresse. Und gebe jetzt den ersten Befehlscode ein mit dem Argument, nämlich 0. 5. Das ist lade den Akkumulator aus einer gegebenen Adresse, nämlich in diesem Fall die Adresse 100 und sage jetzt Input und übernehme damit die eingegebenen Werte. Das E signalisiert mir, dass der Wert gespeichert wurde. Der Programmcounter geht automatisch eine Adresse weiter. Ich soll jetzt auf der Zelle 2. Wobei der Begriff Zelle heißt nicht Byte. Die Befehlscodes brauchen 12 Bit im Speicher, also ein Operand belegt 2 Byte. Also ein Dreiviertel Byte für den OP-Code selbst und ein komplettes Byte für den Operanden. Jetzt nehmen wir den zweiten Wert, nämlich OP-Code 02 mit dem Argument 0 und 02 bedeutet nichts anderes als den Akkumulator auf dem Display ausgeben. Dann wieder Input. Der dritte Befehl ist OP-Code 03, bedeutet warte eine bestimmte Zahl in Millisekunden, nämlich warte jetzt 250 Millisekunden. Das vierte Kommando ist 07. Addiere zum Akkumulator den Inhalt der Speicherzelle 100 Tastatur ist schrecklich. Wer einmal auf dem ZX81 getippt hat, weiß, wie sich das anfühlt. Dann wieder Ausgabe des Akkumulators auf dem Display. Das ist der OP-Code 02 mit dem Operanden 0. Dann warte ich wieder 250 Millisekunden. Das ist der OP-Code 03 mit 250 Millisekunden Wartezeit. Jetzt vergleiche ich den Akkumulator mit dem Inhalt der Speicherzelle 101. Das ist der OP-Code 10 und ich will die Speicherzelle 101. Und wenn nicht, springe ich auf die Speicherzelle Nummer 4. Das ist der OP-Code 09 und die Adresse 4. So, jetzt gebe ich noch die zwei Speicherwerte ein. Ich brauche noch die Speicherzelle 100. Das sage ich jetzt hier auch out. Also sprich, auf die Adresse 100 wird jetzt der nächste Wert gespeichert. Das ist in diesem Fall der Wert 1. OP-Code 00 heißt, der nachfolgende Bytewert wird 1 zu 1 übernommen. Also 001. E übernimmt. Jetzt bin ich in der Speicherzelle 101
und dort gebe ich den Wert, sagen wir mal 50 vor. Input. So, jetzt lade ich den Programmcounter mit dem Wert 1, also ich halte, starte jetzt ab der ersten Speicherzelle und lasse das Programm laufen. Der zählt jetzt bis 50 und fängt wieder bei 0 an. Zählt aber weiter. Es könnte natürlich daran liegen, dass ich einen Programmcode vergessen habe. Machen wir mal Stopp. Und ich glaube, ich weiß, wo es liegt. Gehen wir mal auf die Adresse 8. Jupp, da habe ich einen Befehl unterschlagen. Der müsste lauten, wenn gleich, starte wieder am Anfang, also auf Adresse 1 übernommen, und jetzt kommt erst der übergangene Befehl, Input 001 Programmcounter und ready go. Er sollte jetzt bis 50 zählen, wenn wir bei 0 anfangen. Das tut er auch. Er fängt nicht bei 0 an, sondern bei 1. Ich kann jetzt als Demonstration das Programm stoppen. Und kann jetzt über den Akkumulator, A wie Akkumulator, sehe ich jetzt den Inhalt des Akkumulators. Mit PC sehe ich, an welcher Adresse ich gerade bin, in diesem Fall in der Speicherzelle 7. Und ich kann mit Step weitergehen auf die nächste Speicherzelle im Programmcode. Sehe, ich laufe zwischen dieser Schleife vorbei. Kann jederzeit in den Akkumulator gucken. Na. Und ich kann jederzeit das Programm weiterlaufen lassen. Programmname: der wandernde Leuchtpunkt. Jetzt wird das Multi-Interface getestet, nämlich zuerst die Ausgabe der Leuchtdioden. Dazu wird ein neues Programm eingegeben. Ich starte wieder, das war zu viel, auf der Adresse 1. Sehe jetzt meinen alten Speicherinhalt, den ich jetzt unterschreibe, überschreibe, nämlich mit dem OP-Code 04 und dem Wert 128. Das heißt, dass ich jetzt den Wert 128 in den Akkumulator lade. Dann nehme ich den OP-Code 06.
Das heißt, dass ich jetzt den Akkumulator in der Speicherzelle 101 speichere. Wie gesagt, E sagt, ist gespeichert. Jetzt lade ich den Wert 1 in den Akku. Das ist mit OP-Code 4. Wert 1. Und speichere diesen Wert in der Speicherzelle 100. Das ist wieder der OP-Code 06 und Speicherzelle 100. Jetzt gebe ich den Akkuinhalt aus, nämlich auf den Port A. Port A ist wie gesagt dieser hier. Und der Port A ist ausschließlich zur Ausgabe. Ausgabe heißt vom Rechner zum Leuchtdiodenfeld. Und der OP-Code dafür ist 18. Und es gibt keine Argumente. Jetzt warte ich nochmal die schon berühmten 250 Millisekunden. Und vergleiche den Inhalt des Akkumulators mit der Speicherzelle 101. Das ist der Wert P-Code 10, Speicherzelle 101. Und sollte das stimmen, fange ich von vorne an, nämlich auf der Adresse 3. Das ist der OP-Code 11. Und Ziel ist dann der Speicher 3. Wenn nein, dann lade ich den Wert 100 aus der Zelle 100 in den Akkumulator. Und addiere denselben Wert nochmal. Mache also somit nichts anderes als eine Multiplikation mit 2. Der Additionsbefehl ist die 07 und die Speicherzelle 100. Und das Ganze wiederholt sich mit dem Sprung auf die Adresse 4. Input. So. Dann setze ich jetzt den Programmcounter 4 auf 1 und starte das Programm. Und ich weiß nicht, ob man es jetzt in der Kamera sieht. Aber das ist ein Night Rider für Anfänger bzw. für ganz Arme. Auf dem Display selbst ist nichts zu sehen, das ist, wird nicht angesteuert zurzeit. Wobei nicht angesteuert ist gelogen, man sieht den blinkenden Dezimalpunkt. In der Realität blinkt er nicht, aber das symbolisiert den ein Ausschalter des Gerätes in Betrieb.
ein ganz kurzes Testprogramm für die Schalterstellungen. Ich gehe wieder auf die Startadresse 1 mit Out. Sehe wieder meinen vorigen Befehl, ersten Befehl, und überschreibe den jetzt mit dem OP-Code 16. Keine Argumente. 16 bedeutet den Port 1, das ist der hier, einlesen und somit die Stellung der Schalter. Der Wert wird in den Akkumulator gelesen und mit dem OP-Code 2 gebe ich den Akkumulator auf dem Display aus und gebe denselben Wert jetzt auch im Port B2 aus. Das ist der hier, nämlich für die Leuchtdioden. Das ist der OP-Code 18, auch ohne Argument. Und das Ganze mache ich in der Endlosschleife, nämlich wieder einen unbedingten Sprung auf Adresse 1. Adresse 1 als Programmcounter und los. Und jetzt sieht man die Stellung des Schalters in den Leuchtdioden und ich sehe die Stellung des Schalters als Dezimalzahl auf dem Display. Ich habe jetzt das oberste Bit gesetzt, das ist 128. Die Leuchtdiode ist an. Jetzt ist aus. Jetzt setze ich das unterste Bit. Die Leuchtdiode brennt. Jetzt setze ich beide, habe ich 129. Und habe somit jetzt das bei Programmierern so berühmte Schachbrettmuster. So, da ich gerade über Nightrider gelästert habe, jetzt noch eine kleine Zugabe, nämlich das wandernde Lichtband. In diesem Sinne auch noch ein Gruß an die Nightrider Historians. Und wir beginnen wieder mit der Adresse 1 zur Programmeingabe. Ich starte mit OP-Code 19. Das ist das Auslesen des Wertes, auf dem die Speicherzelle 28 zeigt. Ich gebe diesen Wert auf dem Port 2 aus, also der Leuchtdiodenzeile. Ich warte 30 Millisekunden. Ich lade die nächste Adresse aus der Speicherzelle OPS 25, 28. Ich vergleiche.
Wenn ja, dann addiere ich Inhalt der Zelle 20. Speichere das als neue Adresse in der Speicherzelle 28. Die Tastatur bringt mich noch um. Für die Vergleichsadressen. So, dann schauen wir mal, ob wir alles richtig gemacht haben. Jo.
Das ist der wandernde Leuchtbalken. So, und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Als nächstes Video wird wahrscheinlich die Stroboskopröhre EN10 von Ferranti vorgestellt. Noch eine kleine Vorschau auf das voraussichtlich nächste Video. Es geht um die Stroboskopröhre EN10 von Ferranti. Danke für das Interesse und bis bald.